Wir haben heute im Werk aufgerufen, alle rauszukommen, und die Beteiligung, muss man sagen, finde ich sehr toll. Einfach so richtig Spaß, also vom Gefühl her. Und die Teilnahme hier vom Arbeitgeberverband, die ist ja genial. Weil jeder, aber wirklich jeder Tarifhunde fordert man uns heraus und testet aufs Neue, ob wir es auch wirklich ernst meinen mit unseren Forderungen. Wir sind Hunde! Was wollen wir? Was wollen wir? Ich weiß nicht, ich spüre, das ist etwas anderes wie die Jahre davor. Ich bin seit 86 bei Mercedes, habe schon einige Sachen mitgemacht. Und ich habe den Eindruck, dass diesmal irgendwie die Bereitschaft wirklich da ist, wirklich mal bis zum Ende zu gehen. Höchste Zeit für mehr Geld! Höchste Zeit für mehr Geld! Ja, die 6%-Forderung steht im Raum. Wenn jetzt eine unverschämte 2% kommt, wo man überhaupt nicht mit leben kann, dann müssen wir wirklich darüber nachdenken, eine Urabstimmung zu machen. Es geht nicht mehr anders. Also ich möchte nicht mehr warten. Wir müssen jetzt handeln. Entweder handeln die oder wir müssen handeln. Diese 6%, die wir haben möchten, ist bei weitem vertretbar. Und ich glaube, da wird kein Arbeitgeber verhungern müssen, wenn er uns dann den Anteil von 6% zugesteht, den wir uns wirklich redlich auch verdient haben. Diese Einstellung von Gesamtmetall, sich selber die Taschen voll zu machen und die Arbeitnehmer klein zu halten, die gab es immer schon. Aber was mich wirklich schockiert und was mich wirklich wütend macht, das ist diese verdammt ignorante Haltung vom Arbeitgeberverband zum Thema verkürzte Arbeitszeit und das Recht auf Rückkehr. 6%, wir gehen. Arbeitszeiten, die zum Leben passen, eine Unterstützung, wenn Familienarbeit geleistet werden muss oder wenn die Schichten einen kaputt machen. Dafür stehen wir heute gemeinsam hier. Dafür werden wir gemeinsam kämpfen. Der Wecker steht nicht mehr lange auf 5 vor 12. Wir sind für eine Eskalation bereit. Dankeschön.